Alle paar Jahre kommen sie heraus, die Empfehlungen und Verzeichnisse von Literatur, die man gelesen haben sollte. Und sie sind gefragt, in einem immer unübersichtlicher werdenden Buchmarkt, in dem der Leser nach Orientierung sucht. Das sehen wir ja hier auch beispielsweise bei Schecks Kanon von Dennis Scheck, seine Empfehlungen, die ja auch selber schon ein Bestseller geworden sind. Meine erste Begegnung mit einem Kanon hatte ich eigentlich im Studium, und zwar mit einer sogenannten Leseliste, die man damals bekommen hat. Da waren Titel aufgelistet von Büchern, die man, obwohl das ja nur deutsche Literaturwissenschaft war, war das aber Weltliteratur. Da ging das los, auch mit der Bibel, die man gelesen haben musste und so weiter, damit man überhaupt einen Überblick über Literatur bekommen konnte. Man sollte das innerhalb des Studiums abgearbeitet haben. Ich habe dann war dann irgendwie mit dem Grundstudium dann auch fertig mit dieser Liste, weil ich das auch irgendwo als Verpflichtung und auch als Druck empfunden habe, diese Titel eben alle lesen zu müssen. Und das zeigt eben auch schon, dass ja ein solcher Kanon oder eine solche Zusammenstellung durchaus auch etwas ist, was Druck auf uns letztlich ausüben kann. Was ist eigentlich ein Kanon? Der Kanon kommt eigentlich von der mittelalterlichen Kirche. Und zwar, um sich von den sogenannten Ketzern abzugrenzen und zu erklären letztlich, was ist akzeptierte Überlieferung und was nicht. Da erließ man damals ein Verzeichnis der anerkannten Schriften und auch letztlich der kirchenrechtlichen Normen, die als kanonisch, also als verbindlich, als gültig akzeptiert wurden. Im übertragenen Sinne war der Kanon eine Liste heiliger, eben kanonischer Bücher. Später im 17. Jahrhundert war er dann eine Liste von kanonischen Schriftstellern. Bildungssprachlich ist der Kanon eine musterhafte Liste oder Zusammenstellung, eine Auflistung von Inhalten, die allgemein als für ein bestimmtes Fachgebiet wesentlich empfunden werden. Das kennen wir zum Beispiel auch von der Schule, da gibt es den sogenannten Fächerkanon, also die Fächer, die in der Schule unterrichtet werden müssen. 1999 war das, glaube ich, da kam ein Buch heraus von Dietrich Schwanitz, Bildung, alles, was man wissen muss, hieß sie, glaube ich. Und das war eben auch eine Zusammenstellung aus verschiedenen Fachgebieten, das war Geschichte, Philosophie, Literatur, Kunst, Musik. War damals übrigens ein Bestseller und zeigte eben auch, dass die Menschen sich orientieren wollen. Gerade im Bürgertum will man eben auch letztlich als ungebildet dastehen. Ohnehin gibt es ja der Kanon des allgemeinen Wissens, wird ja allgemein genannt auch der Bildungskanon. Ja, wo ich in das Bürgertum erwähnt habe, im ausgehenden 18. und dann auch im frühen 19. Jahrhundert, da war ja letztlich Bildung ein entscheidendes Element des Selbstverständnisses dieses Bürgertums, denn man musste sich abgrenzen, nach oben hin wollte man sich zwar nicht abgrenzen, aber da war der Adel und der hatte eben feudale Vorrechte, also Privilegien, er war von Stand, der benötigte nicht unbedingt zwingend Bildung und nach unten hin wollte man sich vor allen Dingen abgrenzen. Da gibt es dann eine neue Klasse, die entsteht, nämlich die Proletarier, also letztlich die, die nichts hatten, weder materiellen Besitz noch Bildung. Ja, und im Zuge der Industrialisierung schälte sich eben immer mehr dieses neue Standesbewusstsein heraus, nämlich eben durch Besitz und durch Bildung. Und vor allen Dingen wurde eben auch deutlich, dass der Wert von Bildung, dem vorher nicht so viel Bedeutung beigemessen wurde, der stieg nun immer mehr. Ja. Dazu kam, Bücher sind nicht nur heute, die waren vor allen Dingen früher extrem teuer. Bildung war eine teure Angelegenheit. Denn das erfolgte ja nicht nur durch Bücher, sondern es erfolgte ja vor allen Dingen auch durch Theaterbesuche, natürlich durch Schulen an erster Stelle ist klar, durch Museen, die man besucht hat, Vorträge, die man gehört hat. Also es existiert dann mehr und mehr eben das Bürgertum, das wir eben auch kennen unter dem Begriff Bildungsbürgertum. Bis heute stellt der Kanon, vor allem der Kanon der Literatur, einen kulturgesellschaftlichen Konsens dar. Das, was man
angeblich gelesen haben muss. Von daher ist er durchaus inklusiv, denn hier findet sich das bildungsbürgerliche Leserpublikum unter Gleichgesinnten wieder. Er ist aber auch deutlich exklusiv, denn wehe, man kennt das eine oder andere scheinbar bedeutende Werk nicht, dann entpuppt man sich im wahrsten Sinne des Wortes als ungebildet, zumindest zeigt die literarische Bildung dann Defizite. Ausgeschlossen sind die Ungebildeten. Die Unkenntnis des Kanons ist dann denjenigen, die diese Unkenntnis zugeben müssen, furchtbar peinlich. Festgeschrieben wurde übrigens ein Kanon dann auch erstmals in einer Verlagsveröffentlichung, nämlich in Reclams Universalbibliothek. Das kennt man heute auch unter diesen nicht so schönen gelben Heftchen. Ja, und das war eine Versammlung aller lesenswerten Werke, die ja letztlich man lesen, aber eben auch kennen musste. Das wurde ermöglicht durch ein neues Gesetz, das kam heraus im Jahr 1867. Da gab es übrigens noch den Norddeutschen Bund. Das heißt, wir haben da noch gar kein deutsches Kaiserreich, keine geeinte Nation. Und in diesem Gesetz wurde eben gesagt, nach 30 Jahren erlöschen praktisch die Rechte, beziehungsweise wird ein Werk nach dessen Veröffentlichung gemeinfrei. Heißt, kann nachgedruckt werden oder konnte nachgedruckt werden, ohne dass man eben weiterhin an den Autor oder an den Verlag, der bis dahin die Rechte innehatte, Zahlungen leisten musste. Und das war natürlich für den Philipp Reclam Verlag das gefundene Fressen, und daraus entwickelte man eben die Idee, solche Heftchen dann für, ich glaube, für 20 Pfennig wurden die dann damals erstmal feilgeboten, eben zu veröffentlichen. Angefangen wurde mit dem deutschen Klassiker, mit Goethes Faust, natürlich, womit sonst. Und nun gab es plötzlich keine Ausrede mehr, denn diese Bücher waren jetzt nun billig und nicht mehr unerschwinglich. Vorher, da waren die Klassiker oftmals, wurden die publiziert durch den Klett-Cotta Verlag in auch sehr teuren Ausgaben. Das war nun vorbei. Von daher kann man durchaus sagen, war diese Reclams Universalbibliothek so eine Demokratisierung von Bildung. Ja. Die Heftchen waren nie schön, sie sind es heute auch nicht, nicht mehr ganz so hässlich wie früher, aber immerhin. Aber sie ermöglichten immerhin literarische Bildung. Ja. In den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts, da kam dann eine neue Instanz heraus, nämlich das Kindlersche Literaturlexikon. Oder einfach nur der Kindler. Ja. Ich glaube, die erste Auflage, die hatte, weiß ich jetzt nicht mehr genau, ich glaube 15.000 Einträge. Und das sind immer so kurze Zusammenfassungen der verschiedenen Werke. Ja, ganz kurze biografische Informationen über die Autoren. Aber vor allen Dingen geht es natürlich hier um die Werke. Das hier ist jetzt übrigens ein Band der Studienausgabe aus den 80er Jahren. Ich glaube, das war 1988. Da war das nur mal so als Orientierung. Das sind 21 Bände, alle ziemlich voluminös. Und da waren 19.000 Einträge von verschiedenen Werken, von 9.000 verschiedenen Autoren aufgelistet. Und da hat man also praktisch jedes Mal eine kurze Zusammenfassung und kurze Inhaltsangabe und eine ganz, ganz kurze Würdigung des Werkes. Trauriger Nebeneffekt der ganzen Geschichte, auch bei lesefaulen Studenten ersetzte dann der entsprechende Eintrag im Kindler oftmals die Lektüre des eigentlichen Werks. Nun gut, Zeitschriften und Zeitungen, die mischten dann ebenfalls fleißig mit bei der Frage, welche Bücher der Weltliteratur man denn nun eigentlich kennen sollte. Da gab es zum Beispiel auch, ich weiß nicht mehr wann, den Spiegelkanon, irgendwie die 50 wichtigsten Romane unserer Zeit. Und es gab von der Wochenzeitung Die Zeit, die Zeitbibliothek der 100 Bücher. Das heißt also, die 100 angeblich wichtigsten Bücher der Weltliteratur, die sind dann hier porträtiert von unterschiedlichsten Autoren. Ja, im
9, dann dem 21. Jahrhundert, startet dann der Inselverlag, die wohl bis dahin größte Offensive in der Kanonfrage, ein bis dahin wohl einmaliges volkspädagogisches Unternehmen, ein Buchschuber mit 20 Romanen, ein zweiter Buchschuber dann mit über 180 Erzählungen, ein dritter Schuber dann mit mehr als 40 Dramen und dann gab es noch so eine Kassette mit Gedichten, mit Lyrik, mit einer Auswahl von, ich glaube, ungefähr 1500 Gedichten. Ausgewählt wurde das vom damals populärsten Literaturkritiker in Deutschland. Das war Marcel Reich-Ranicki, der das auch gleichermaßen als sein Vermächtnis an die deutschen Leser betrachtete. Das Ergebnis war damals eine Zusammenstellung rein deutschsprachiger Literatur und es waren fast ausschließlich männliche Autoren. Ich glaube, eine Autorin war dabei. Ich kann es nicht mehr genau sagen. 2019 dann forderte Thomas Kerstan wieder in der Zeit, wir brauchen einen neuen Kanon. Auf welchen Kanon er sich nun eigentlich dabei bezog, also ob das nur der Ranitzkische Kanon war aus dem Inselverlag oder irgendein anderer, das war eigentlich gar nicht so klar und scheinbar war das auch gar nicht entscheidend, aber es sollte, nein, es musste ein neuer her. Denn, Begründung lautete, ja, die Welt befindet sich ja nun in einem digitalen Wandel, wir alle sind weltweit miteinander vernetzt. Außerdem müsse ein moderner Kanon, so sagte damals Kerstan, diesen Wandel des Wir auch selbst vollziehen. Er müsse vielfältig sein, er müsse demokratisch sein, er müsse die Diversität der Gesellschaft abbilden. Ich kann man an dieser Stelle überhaupt mal kurz einrasten und die Frage stellen, muss er das? Was bedeuten denn eigentlich gesellschaftspolitische Kriterien für die Auswahl von ästhetischen Kunstwerken? Immer mehr scheint es mittlerweile bei der Kanonfrage auch um Repräsentation und auch um Identität zu gehen. Naja, jedenfalls ungefähr um dieselbe Zeit, ich glaube, es war auch 2019, da hatte sich um Sibylle Berg beim Spiegel ein Kollektiv gebildet und forderte einen Gegenkanon unter dem Titel Die Kanon. Ging natürlich dabei hauptsächlich um Schriftstellerinnen, um weibliche Autoren, um letztlich gegen die Dominanz der männlichen Autoren auf diversen Leselisten, Leseempfehlungen etc. Dann letztlich anzukämpfen, wurde jetzt mit einer anderen Liste operiert, und zwar eben ja, eine Liste, in der eben nun gerade das Geschlecht als entscheidendes Kriterium die Vorauswahl gesteuert hat, mittels derer dann also entschieden wird, ja, über was denn überhaupt in ästhetischer Hinsicht etc. gesprochen werden kann. Ein Kanon ist per Definitionem autoritär. Und autoritär provoziert in der Regel Widerspruch. Seit mehr als 150 Jahren werden die größten Werke oder die großen Werke der Weltliteratur gesammelt und für die Nachwelt in einem Kanon zusammengefasst oder festgehalten. Mal machen das Literaturwissenschaftler, mal machen das findige Verleger, mal Redakteure im Feuilleton. Der Kanon versammelt in erster Linie sogenannte Klassiker. Was ein Klassiker ist, da will ich jetzt mich hier nur sehr kurz fassen, da gibt es dann mal ein eigenes Video auch dann dazu. Klassisch bedeutet aber zuerst einmal, dass ein Autor eine Vorbildfunktion hat, für eine bestimmte Tradition steht oder für eine Wirkung oder dass er eben auch eine besondere Qualität hat. Ja, aber da sind wir schon bei dem Problem, denn wer vermag uns am Ende mehr zu sagen? Friedrich Schiller oder Elfriede Jelinek, Andreas Gryphius oder Marcel Proust, Heinrich Heine oder Kazuo Ishiguro. Selbst ein Nobelpreis ist keine Garantie für ein Überleben eines Werks im Olymp der Literatur. Denn ja, wer kennt heute noch die Werke von Bjørnstjerne Bjørnson oder Romain Rolland oder
eines Ivo Andrić. Die kanonisierten Autoren des 20. Jahrhunderts, sie haben alle keinen Nobelpreis erhalten. Franz Kafka, Alfred Döblin, James Joyce, Virginia Woolf, Marcel Proust. Jedoch werden diese Autoren bis heute intensiv gelesen und den Klassikerstatus, den würde ihnen wohl niemand absprechen wollen. Und was für den Literaturnobelpreis gilt, das trifft gleichermaßen auch auf die heutigen nationalen Literaturpreise zu. Ob das jetzt der große französische Prix Goncourt ist oder der englischsprachige Booker Prize oder eben auch der deutschsprachige Büchner Preis. Sie alle haben nur letztlich unwesentlich dazu beigetragen, Autoren zu kanonisieren. Kein Kanon ist ewig. Im Kanon spiegeln sich die gesellschaftlichen Verhältnisse wider und auch die Gesellschaft spiegelt sich und ihre Fragen in ihm. Dieser scheinbar überzeitliche Kanon ist ständig in Bewegung. Denken wir mal an Heinrich Böll, Nobelpreisträger von 1972, damals vom Publikum und vor allen Dingen auch in Schulen viel gelesen. Seine Bücher sind heute überwiegend nur noch historisch zu lesen. Heutige Leser und Kritiker vermissen bei ihm die ästhetische Qualität, die seine Werke haltbarer machen würde. Damals war Böll aktuell, aber Aktualität stirbt mit der Zeit. Sie ist kein Garant dafür, in den Kanon aufgenommen zu werden. Johannes Mario Simmel, in den 1970er und 1980er Jahren war er der deutsche Bestsellerautor. Wer liest denn heute noch? Verkäuflichkeit allein schafft eben noch keinen Kanon. Feuilletons, Wissenschaft, literarische Öffentlichkeit, die tun das. Heute gibt es nicht mehr den, nicht einen Kanon, sondern viele Kanonis. Ja, der Kanon wird mehr und mehr individuell. Jeder bildet ihn nach seinen eigenen Leserinteressen. Und doch scheint es ja das Bedürfnis nach Orientierung zu geben. Denn immer wieder rufen Zeitungen zur Neuordnung des Kanons auf, sind Leser und Kritiker aufgefordert, ihren persönlichen Kanon darzulegen und zu begründen. Die bekannte österreichische Literaturkritikerin Sigrid Löffler, die nannte das Erstellen eines Kanons das Betätigungsfeld von Wichtigtuern. Das war natürlich auch ein Seitenhieb auf das gigantische Kanonunternehmen ihres Intimfeindes Marcel Reich-Ranicki. Dennoch sind ihre Einwände gegen einen Kanon interessant, denn sie weist ja letztlich darauf hin, dass immer dann, wenn jemand sagt, mein Kanon, also dann würde dieses besitzansprechende Fürwort mein ja zeigen, dass es eben kein Kanon ist. Denn es fehlt ja dann naturgemäß die Allgemeinverbindlichkeit. Sie sagt, es handle sich hierbei um irgendwie kanonisierende Privatleute, die ihre persönlichen Lieblingsbücher in Hitlisten verwandeln. Das gilt natürlich auch in besonderem Maße für den Kanon von Dennis Scheck, dem zurzeit populärsten deutschen Literaturkritiker. Natürlich betont er in seinem Vorwort ganz besonders, dass es sich bei seiner Zusammenstellung um nichts anderes handle als um unverbindliche Leseempfehlungen. Im Untertitel heißt es jedoch »Die 100 wichtigsten Werke der Weltliteratur«. Das ist ja wohl erstmal eine Setzung. Auch sein allgemeiner Auftritt und sein bekannter Habitus, sie verweisen eher auf ein Selbstverständnis, das für sich in Anspruch nimmt, eine Autorität, nein, eigentlich die Entscheidungsinstanz zu sein, was gute und lesenswerte Literatur zu sein hat. Schließlich gibt es von ihm, zumindest medial, ja auch Schecks Antikanon. Hier holt er längst vergessene oder ohnehin verfemte Bücher aus der Versenkung und erklärt sie sozusagen zur Unliteratur. Da findet sich dann Christa Wolffs Cassandra neben Hitlers Mein Kampf, was mehr als eine Geschmacklosigkeit darstellt. In seinem Kanonbuch, da gibt er sich und seine Sache vor allem modern. Sein Kanon soll eben ein anderer sein, frei vom Verdacht einer elitären Gesinnung. Auch Comics haben es in seine Zusammenstellung geschafft. Herman Melville hat's nicht in seine Sammlung geschafft, dafür aber J.K. Rowling mit Harry Potter.
Ja, dieser Kanon ist durchaus dem Zeitgeist und dem aktuellen Lesepublikum verpflichtet. Naja, unter den knapp 100 Autoren sind immerhin 22 weiblich. Ja, sind also solche Bücher mit Leseempfehlungen tatsächlich nur Rückzugsgefechte der entmachteten Gralshüter des abendländischen Literaturkanons, so wie Sigrid Löffler auch dann behauptet? Wir haben gesehen, ein Kanon, der doch eigentlich überzeitlich angelegt sein sollte, den scheint es nicht zu geben. Wir haben auch gesehen, die meisten Kanonis sind letztlich doch subjektive Auswahl. Um was für einen Kanon, das muss man sich auch fragen, soll es sich denn dabei handeln? Ein Kanon deutscher Literatur, ein Kanon der Weltliteratur, was zähle ich dazu? Die großen europäischen Literaturen, na klar, natürlich auch Amerika. Aber wie verhält es sich denn mit Lateinamerika? Wie mit der reichhaltigen und alten asiatischen Literatur? Und wie halte ich es denn jetzt mit der afrikanischen Literatur, die erst heute mehr und mehr wirklich entdeckt wird? Da merkt man schon, wie schwierig das ist. Wie umfangreich soll denn der Kanon sein? Er muss ja auch noch irgendwie übersichtlich sein, sonst verliert er ja den Charakter, dass er eben irgendwie auch handhabbar ist. Ja? Dann verliert er ja auch seinen praktischen Wert. Auf der anderen Seite will er ja auch nicht zu eindimensional sein. Wie ist das mit einem Kanon verschiedener Genres? Also, wenn wir mal nehmen das Beispiel fantastischer Literatur. Auch hier gibt es ja eine lange Tradition seit Homer und zahlreiche Klassiker. Wir sehen, das sprengt letztlich irgendwo auch dann sehr schnell den Rahmen und es ist alles nicht ganz so einfach. Ja? Aber, das finde ich, ist eine entscheidende Frage, wer braucht denn überhaupt einen Kanon? Ja? Brauche ich ihn zwingend als Leser? Sicher nicht. Wenn ich ein Leser bin, der einfach nur Spaß am Lesen von Unterhaltungsliteratur hat, dann kann ich das auch sehr gut ohne eine Liste, die mir suggeriert, was ich zu kennen habe, was ich also besser mal gelesen haben sollte. Wenn ich also lese, um gut unterhalten zu werden, dann kann ich das sehr wohl für jedes einzelne Buch ganz individuell für mich entscheiden. Beschäftige ich mich aber mit einem etwas professionelleren Anspruch, mit Literatur oder sogar beruflich an Universität, an der Schule oder im Feuilleton, auf den Literaturseiten einer Zeitung, dann sollte man ein gewisses Kanonwissen schon haben, ja, da die Kenntnis der bedeutenden und wegweisenden Klassiker natürlich hilft, einen Maßstab für gute und wertige Literatur zu entwickeln. Mir hat diese eingangs erwähnte Leseliste im Studium und auch danach auch ziemlich geholfen. Sie bildete ein Gerüst, ein Koordinatennetz, das mir half, die immerhin zukommenden Werke einzuordnen und zu verorten. Letztlich gab sie mir eine erste Orientierung im Kosmos der Literatur. Und ich gebe es zu. Ich habe auch die Empfehlungen der Zeitbibliothek der 100 Bücher weitgehend befolgt. Ja, auch die des Spiegel. Ja, sogar die von Dennis Scheck. Zu einem gewissen Teil jedenfalls. Wenn belesene oder gelehrte Menschen Werke oder Autoren empfehlen, die sie für beachtenswert halten, ja, dann hat man durchaus seinen Nutzen davon. Ja, zumindest lernt man zahlreiche faszinierende Werke und Autoren kennen. Ein Kanon trifft auch auf unsere Art und Weise, wie wir uns der Literatur nähern, denn wir erstellen doch alle ganz schnell unsere ganz persönliche Bestenliste. Der eine mag das besser begründen als der andere, aber letztlich ist es doch so. Schön ist es natürlich, wenn dabei irgendwie so nachvollziehbare Kriterien im Sinne der Kanonforschung eine Rolle spielen, aber niemand wird doch leugnen können, dass nicht auch der persönliche Geschmack dabei eine entscheidende Rolle spielt. Und auch auf meinem kleinen Kanal hier, da findet sich doch auch so etwas Ähnliches wie ein Kanon, wenn man zum Beispiel die in den Literaturquickies erwähnten Werke mal zusammennimmt, hat man dann nicht auch so etwas wie ein Kanon? Zumindest hat man eine Sammlung lesenswerter Literatur. Ja, das soll es erstmal gewesen sein an Gedanken zum Thema Kanon.
inwiefern man einen Kanon braucht, inwiefern er Vorteile hat, aber eben wo auch die Nachteile liegen. Mich würde interessieren, wie ihr es denn haltet mit einem Kanon. Braucht ihr einen Kanon? Verfolgt ihr einen ganz bestimmten? Welche Bedeutung hat das letztlich für euch? Lehnt ihr das grundsätzlich ab? Das wäre schön, wenn in den Kommentaren da so etwas entstehen würde. Vielleicht wie so eine Diskussion, zumindest ein paar Beiträge so in dieser Richtung. Das würde mich sehr, sehr freuen. Ansonsten bleibt gesund und dann sehen wir uns demnächst, wenn es um ein anderes literarisches Thema geht. Tschüss.